Ihr hört rockradio.de und das Ganze live aus der Abbaubar, aus der Sozialbar an der Danziger Straße 50. Die Lösung. Wenn was nicht klappt, dann wird erstmal nicht beabt. Wir setzen frisch und munter die Löhne herunter, immer herunter. Wir haben bis über die Ohren bei unseren Geschäften verloren. Unser Geld ist in allen Welten, Kapital und Zinsen und Zubehör. So lassen wir denn unser großes Malheur nur einen entgelten. Den, der sich nicht wehren kann, den Angestellten, den Arbeitsmann, den Hund, den Moskau verhetzte, dem nehmen wir nun das Letzte. Arbeiterblut muss man keltern, wir sparen an den Gehältern, immer runter. Unsere Inserate sind nur noch ein Hohn, was braucht denn auch die deutsche Nation, sich Hemden und Stiefel zu kaufen, sollte doch barfuß laufen. Wir haben im Schädel nur ein Wort, Export, Export. Was braucht Ihren eigenen Hausstand? Unsere Kunden leben im Ausland. Für euch gibt's keine Waren. Für euch heißt sparen, sparen. Nicht wahr? Ein richtiger Kapitalist hat verdient, als es gut gegangen ist. Er hat einen guten Magen. Wir mussten das Risiko tragen. Wir geben das Risiko traurig und schlapp inzwischen an der Garderobe ab. Was macht man mit Arbeitermassen? Entlassen, entlassen, entlassen. Wir haben die Lösung gefunden. Krieg den eigenen Kunden, derweil der deutsche Kapitalist Gemüt hat und Exportkaufmann ist. Wussten Sie das nicht schon früher? Gott segne die Wirtschaftsführer. Der Text ist 85 Jahre alt und stammt von Kurt Tucholsky. Und Wahnsinn, jetzt bitte ne? weiter. Bitte, Juliane. Ja, wir haben Zuschauerfragen noch. Rolf, sei so lieb und geh da mal hin. Und zwar Fragen an Sabine und... Ja. Wer bist du? Ich möchte bitte anonym bleiben. Ich möchte, nennt mich wie ihr wollt, aber ja. Die Frage ist, ob ihr euch damit, Sie sich damit vielleicht auskennen. Und zwar ist ja so, dass der Hartz-IV-Satz für eine alleinstehende Person auch gerne mal gekürzt wird. Nämlich dann, wenn man zum Beispiel eine Ausbildung beginnt oder wenn man irgendwas anderes macht. Und dann wird er halt gekürzt. Ich habe ab diesem Monat 107 Euro zur Verfügung. Miete wird übernommen, dankesweise. Weil ich dummerweise angegeben habe letztes Jahr, dass ich einen Nebenjob habe, was ich dachte, das muss man angeben. Jetzt denken die vom Amt, da kriege ich 450 Euro drauf, weil ich angegeben habe, das ist ein Nebenjob. Allerdings habe ich da nur 60, 70 Euro draus. Ich möchte den Job trotzdem machen, aber ist halt ziemlich wenig. Und nun sehe ich mich gezwungen, zur Tafel zu gehen, was ich auch, sage mal, gerne mache, weil ich nicht möchte, dass Lebensmittel verschwendet werden, aber... Mein Problem dabei ist, dass zum Beispiel in Potsdam, wo ich herkomme, die Bezugsscheine nur in der Zeit von 14 bis 16 Uhr am Montag zu bekommen sind. Und 14 bis 16 Uhr muss ich halt bei meinem Nebenjob arbeiten und dann habe ich auch noch Abendschule und muss da halt hingehen und so weiter. Das heißt, es ist da ziemlich knapp. Ob das in Berlin auch so ist, weiß ich nicht, aber das ist halt in Potsdam ziemlich doof, zur Tafel zu gehen, zumal da auch ziemlich viele Leute hinkommen an den zwei Öffnungstagen, die da verfügbar sind. Innerhalb von 2 Stunden sind da, glaube ich, 500 Leute, 400 Leute und da bleibt halt ziemlich oft nichts übrig für die Leute, die da nur so anstehen. Sabine, dass du da mal drauf eingehst? Also ich kann dazu zu Potsdam nichts sagen, weil die Potsdamer Tafel arbeitet, wie sie halt arbeitet. Das tut mir dann leid, das finde ich schade. In Berlin ist es letztlich eine vergleichbare Situation, weil jede Ausgabestelle hat einmal in der Woche zu einer ganz bestimmten Zeit auf. Und zu dieser ganz bestimmten Zeit muss ich jemand zumindest einmal auf den Weg machen. Dann kann es immer mit Vollmacht abgeholt werden an Lebensmitteln, was dann da ist. Aber einmal, soweit ich weiß, ich bin jetzt auch nicht informiert, ob alle 45 Ausgabestellen in Berlin das so machen, aber ich glaube, einmal muss die Person dann auch persönlich da auflaufen. Wie gesagt, danach dann jederzeit mit Vollmacht. Aber das ist natürlich ein Problem. Die Tafel ist eben kein Supermarkt, der zu jeder x-beliebigen Zeit geöffnet hat. Das heißt, es wird dann immer geguckt, okay, wann wird die Ausgabe gemacht, wann passt es letztlich den Ehrenamtlichen gut. Also wir haben auch in Berlin schon öfter mal genau dieses Thema gehabt, Leute, die berufstätig sind, die können nicht morgens zwischen 10 und 12 zu einer Ausgabe gehen. Das ist eine total blöde Situation und es sind ja nun mal auch ganz viele, die eigentlich ein Einkommen haben, aber trotzdem mit diesem Einkommen beim
besten Willen nicht auskommen und auch mit den Transferleistungen, die da noch draufgepackt werden, nicht auskommen. Und da ist, wie gesagt, die Situation einmal persönlich und dann eben mit Vollmacht ist die einzige Chance. Also das tut mir leid, aber anders lässt sich das zu guter Letzt praktisch nicht handeln. Frau Wert, wenn ich das richtig auch verstanden habe, trennen Sie auch eigentlich einmal die Tafeln, die Lebensmittel sozusagen von den ganzen großen Centern sozusagen einsammelt oder bekommt und zum anderen auch die Ausgabe. Die Ausgabe, und hier komme ich gleich mal auf eine Frage rüber, die im Chat gestellt wurde, warum so viele kirchliche Träger mit austeilen, wo dann, sage ich mal, Andersgläubige auch ein Problem eben halt mit haben. Und ich selbst habe es auch so erlebt, dass ich hingegangen bin und dann wurde ein Brummkreisel sozusagen gestartet und da, wo der stehen geblieben ist, ab da wurde dann in Uhrzeigerrichtung abgearbeitet. Also es hat auch jeder Ausgabestelle auch eine ganz andere Art festzulegen, wie man sozusagen die Menschen abfrühstückt, sage ich. Also von dem Brummkreisel habe ich bisher noch nichts gehört. Es macht halt jede Ausgabestelle, hat so ihr eigenes System entwickelt, wie es am praktischsten ist, mit den vielen Menschen, die speziell in der dritten und in der vierten Woche zu der Ausgabe kommen, umzugehen, um alle einigermaßen fair zu behandeln. Weil das Problem ist, wenn es zum Beispiel keine Nummernvergabe gibt oder nicht bestimmte festgelegte Zeiten, zu denen bestimmte Buchstaben dann eben hingehen können, gilt auch bei den Ausgabestellen das Gesetz des stärksten Ellenbogens. Das ist einfach so. Wer am frühesten als erstes sich morgens hinstellt, wer am stärksten ist, wer die anderen alle aus dem Rennen schubst, hat dann zu guter Letzt eine gute Startposition. Und das soll nicht passieren, sondern es sollen alle die gleiche Chance haben, wirklich Lebensmittel zu bekommen. Die Ausgaben sind dann auch bemüht, es so zu strecken, dass eben auch in den Zeiten, wo dann eben viele Leute kommen, dass dann trotzdem alle noch was bekommen. Genau. Warum das mit den kirchlichen Gemeinden ist, das ist einfach, das liegt in der Praxis, die wir so eingeführt haben. Die Berliner Tafel hatte bis 2005 eben überhaupt keine Ausgabestellen, sondern hat ausschließlich soziale Einrichtungen versorgt. Und am 3. Januar 2005 haben wir dann mit den ersten Ausgabestellen angefangen. Und es ergab sich Kulturradio, wo ich gesagt habe, wir müssten, wenn wir Ausgabestellen öffnen wollten, das flächendeckend hinkriegen. Und die Berliner Tafel ist nicht in der Lage, ich sprach damals von 100 Ausgabestellen, das personell irgendwie mit Ehrenamtlichen hinzukriegen. Und ich hätte schon mal überlegt, ob ich die Kirchen anspreche. Und da hat mich dann Friederike Sittler, die Leiterin der Redaktion Kirche und Religion vom RBB, angerufen und hat gesagt, ich habe den Kontakt zu den Kirchen, Sie haben den Rest, wollen wir uns nicht zusammentun. Und so entstand Leib und Seele, eine Aktion der Berliner Tafel, der Kirchen und des RBB. Es ist übrigens nicht so, dass Menschen anderen Glaubens große Probleme haben. Nein, also, habe ich selber auch erlebt. Die gehen da alle hin und das ist gar genau. Und, also das wollte ich sagen, da wird nicht der Glaube vorab gefragt. Nein, überhaupt nicht. Wird nur die Bedürftigkeit abgefragt. Ja. Das ist eigentlich das Einzige, ja. Erniedrigende sozusagen. Und das andere, was natürlich für mich erniedrigend ist, und das kommt von der jungen Dame eben halt drüber, wenn es ja nur die, sage ich jetzt mal, nur die Arbeitslosen betreffen würde, würde ich sagen, okay, da kann man sich schon mal einrichten, zu einer gewissen Zeit dorthin zu gehen. Aber wenn es die Aufstocker betrifft, die wirklich nicht am Tage können, ja, und so weiter, dann ja auch noch ins Jobcenter müssen, ja noch nachweisen, dass sie die Aufstockung benötigen und dort noch sitzen und. Man ist im Prinzip nur noch mit sich verwalten beschäftigt. Das ist kein Leben mehr. Das gebe ich zu. Das ist immer ein Problem. Wir haben genau das gleiche Problem mit den Studentinnen und Studenten, die ja im Grunde genommen überhaupt nichts über ihr Einkommen nachweisen können. Die kriegen kein Hartz IV, manche kriegen Geld von ihren Eltern, manche nicht. Manche kriegen BAföG, manche nicht. Wenn ich als Studentin zu einer Ausgabestelle gehe und sage, ich kriege von gar niemandem mehr was, dann können die mir das glauben oder sie können es lassen. Also das ist das Problem. Das macht auch jede der 45 Ausgabestellen in Berlin anders. Die meisten geben an Studentinnen und Studenten ab. Manche sagen aber auch, nö, wenn kein Nachweis ist, nicht. Das müssen wir leider den Ehrenamtlichen in den Gemeinden. Da hake ich nochmal gleich ein. Sie waren Anfang vorigen Jahres mit beim BGE Frühling. Richtig? Mhm. Sie bringen sich auch ein zum Grundeinkommen oder sind da irgendwie gehen autark? Ich bin absolute Vertreterin ja? vom bedingungslosen Dass wir aus diesem Verwaltungswahnsinn eigentlich rauskommen. Ja. Wir hätten mit dem bedingungslosen Grundeinkommen für meine Begriffe eine gute Chance auf die Lösung ganz vieler gesellschaftlicher Probleme. Vor allem hätten wir endlich wieder eine Solidargemeinschaft, weil alle in derselben Situation sind. Und deshalb bin ich grundsätzlich auf jeden Fall dafür. Es gibt natürlich ganz viele Gründe, die dagegen sprechen. Und ich habe gestern gerade so, ich bin gestern von Soest nach Berlin gefahren und habe auf dem Bahnsteig gesehen, in Eiseskälte hat einer ein Graffito abgewaschen, wo ich auch dachte, okay,
täte der das auch, wenn er das freiwillig machen würde? Das ist natürlich ein anderer, stand dann da und reinigte den Dreck hier im Bahnhof. Ich immer so schön sage, für 3000 Euro würde ich auch den Bahnhof reinigen. Kein Problem. Wir wollen jetzt nochmal, ich weiß nicht, hatten wir noch eine Zuschauerfrage oder weil ich wollte nochmal, also ganz wichtig, auf die Politisierung kommen. Ich sehe jetzt, ja, machen wir erstmal, also da komme ich nochmal zu Frau Molling und zwar, Frau Molling hat Interviews geführt mit den Nutzerinnen und Nutzern der Tafel und da möchten wir natürlich gern hören, wie sehen die das Ganze, wie stehen die zu der Tafel, wie stehen die dazu, dass sie sagen, okay, ich kann nicht in den Laden gehen und mir kaufen, was ich möchte, ich bin darauf angewiesen, dass ich das nehme, was übrig bleibt, auch wenn ich arbeite. Ein ganz wichtiger Punkt, der ist ja hier schon gefallen, also es sind nicht nur Leute, die keine Arbeit haben und Hartz IV beziehen, sondern es sind auch Leute, die arbeiten und wo das Gehalt einfach nicht mehr reicht. Ja, und es sind vor allem auch immer mehr Rentner. Das muss man auch sehen. Finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Also, dass Menschen, die teilweise 50 Jahre lang gearbeitet haben, in ihrem Lebensart darauf angewiesen sind, zur Tafel zu gehen. Das ist also, finde ich, wirklich sehr entwürdigend. Extrem entwürdigend. Also da habe ich ganz traurige Schicksale gehört. Ich würde gerne, genau, weil wir hatten vorhin das Thema, ich möchte jetzt nicht auf diese Grundeinkommensdebatte eingehen, weil ich bin da kein Vertreter davon, aber da kommen wir jetzt vom Hölzchen ins Stöckchen und kommen von unserem eigentlichen Thema weg. Aber wir hatten vorhin das Thema, genau, Politisierung angesprochen. Zum einen die Situation der Nutzer, da ist es natürlich so, dass sie meistens eine extreme Hemmschwelle haben, erstmal überhaupt eine Tafel aufzusuchen zum ersten Mal. Also der Leidensdruck muss eigentlich relativ groß sein, bevor man überhaupt diesen Weg antritt, weil es ist nun mal so, es ist praktisch zu einem öffentlichen Stigma geworden, also die langen Schlangen vor den Tafeln sind sozusagen, dort ist die Armut, dort ist sozusagen die unterste Schicht der Gesellschaft, es wird gesellschaftlich einfach so inzwischen als großes Symbol der Armut gesehen, dass es für die Menschen einfach beschämend ist, entwürdigend ist und dass natürlich auch diese Bedürftigkeitsprüfung extrem entwürdigend ist, also dieses erstmal die Hosen runterlassen müssen, zeigen, was habe ich oder was habe ich nicht, bevor man überhaupt Lebensmittel bei den Tafeln gibt, weswegen wir auch immer fordern, dass diese Bedürftigkeitsprüfung abgeschafft werden sollte. Weil ich auch nicht glaube einfach, dass dieses Missbrauchsthema, was dann immer vorgeschoben wird oder auch die Frage der Gemeinnützigkeit, also ich möchte nicht sehen, es heißt immer, die Gemeinnützigkeit der Tafeln würde den Tafeln aberkannt, wenn sie diese Bedürftigkeitsprüfung nicht machen. Ich denke, ehrlich gesagt, dass die Politik sich einen Teufel tun würde und der Tafeln die Gemeinnützigkeit aberkennen würde, weil dafür brauchen sie viel zu sehr. Und zum anderen, glaube ich einfach nicht, dass das Thema ist. Man würde den Menschen so viel von ihrer Würde zurückgeben und ich glaube eben auch, dass dieses Missbrauchsthema, es gibt natürlich immer Leute, die sich vielleicht bereichern, die vielleicht sich dann Lebensmittel holen würden und die dann weiterverkaufen oder so. Aber ich glaube nicht, dass das in so einem großen Maße geschehen würde, dass es jetzt wirklich ein ernsthaftes Problem wäre oder die ganze Tafelarbeit sozusagen zunichte machen würde. Ja, jetzt aber nochmal zu den Nutzern. Ja, die sind, sie sind entwürdigt, sie sind beschämt, sie fühlen sich eigentlich in ihrer Situation meistens sie sind sehr resigniert, politisch resigniert, sie sind eben auch sehr wenig dazu gewinnen, sie gehen meistens auch nicht mehr wählen, also wenn ich die Frage stelle, meistens sie gehen nicht mehr wählen, sie fühlen sich politisch nicht mehr vertreten, sie haben nicht mehr das Gefühl, dass da irgendeine Partei ist oder irgendeine Organisation ist, die ihre Interessen überhaupt noch vertritt. Ich denke, das ist auch ein ganz großes Problem in Deutschland. Ja, deswegen sind sie schwer zu politisieren. Also auch wir versuchen auch im Rahmen unseres Aktionsbündnisses natürlich die Leute dazu zu gewinnen. Helft uns, wir machen Aktionstage Ende April. Da würde ich gerne auch nochmal zu aufrufen, dass wir auch gerade Armutsbetroffene dazu aufrufen wollen, sich mit uns zu engagieren, einzubringen. Wir versuchen, soweit es geht, auch Reisekosten und so weiter zu übernehmen, dass die Leute sich bei uns engagieren können. Wo ich aber nochmal einhaken muss, es ist ja immer eine Frage des Schamgefühls. Also das ist ja, wenn ihr sagt, okay, Leute, ihr müsst auf die Barrikaden gehen. Also wenn ich an der Tafel anstehe, dann sehen mich vielleicht, weiß ich nicht, 10 Leute, aber wenn ich mich öffentlich bekenne, ich bin arm, ich muss zur Tafel gehen und das möglicherweise, da ist auf so einer Demo, da ist noch eine Filmkamera und ist noch was, das ist natürlich noch eine größere Hemmschwelle. Wir machen keine Demo, wir machen Aktionstage und da sind ja ganz viele verschiedene Leute beteiligt. Also wir haben inzwischen FIAN dabei, wir haben den Bundeserwerbslosenausschuss dabei, wir haben den Deutschen Frauenrat dabei inzwischen, also da sind auch Organisationen, Caritas, Landesverbände. Aber jemand, dabei, der da nicht so durchblickt, der sieht vielleicht nur, ich muss mich jetzt wirklich auf so einem Aktionstag oder auf so einer Demo, ich muss mich hier vor ganz vielen Augen dazu bekennen, dass ich arm bin. Na, wir wollen in erster Linie informieren. Also es ist in erster Linie, wir wollen die Medien sensibilisieren, wir wollen die Öffentlichkeit sensibilisieren. Also es wird Lesungen geben, es wird Kabarett geben, es wird eine Podiumsdiskussion geben, wo auch Sabine Werth wieder zu Gast sein wird. Also wir wollen in erster Linie überhaupt das Thema mal kontrovers diskutieren. Also niedrigschwellig, aber auch für... großen positiven Brimborium, was es sicherlich geben wird, anlässlich des 20-jährigen Tafeljubiläums, einfach ein bisschen eine kritische Gegenöffentlichkeit setzen und eben sagen, hier, das ist kein Grund zur Freude, sondern es ist eigentlich ein Grund, im Boden zu versinken, gerade für die deutsche Regierung.
Ja, zum anderen, und dann würde ich aber auch gerne sagen, Politisierung einerseits schwierig bei den Nutzern, aber eben auch schwierig bei den Ehrenamtlichen. Ich versuche ja, wir haben ja auch versucht, die Tafeln selber ins Boot zu holen und zu sagen, also Engagierte bei den Tafeln, wollt ihr euch nicht beteiligen? Ich habe da schon mehrere Infoveranstaltungen gemacht und dann heißt es immer, nein, ach wissen Sie, lassen Sie uns doch einfach unsere Lebensmittel verteilen. Das ist so schön, da kriegt man so die Dankbarkeit von den Nutzern, die spürt man so direkt. Und das Problem ist einfach, es ist irgendwie sehr attraktiv, bei den Tafeln zu helfen, weil man merkt, es ist so eine praktische, konkrete Aufgabe. Ich habe die Lebensmittel, ich gebe sie jemand, der sagt Danke, der freut sich, weil der nicht hungern muss und was vielleicht mal irgendwie was zu essen kriegt, was er sich sonst nicht leisten könnte. Es ist irgendwie einfach, es ist konkret und dadurch ist es, ja, um es mit Wobis Worten zu sagen, sexy. Ja, was und ich kann mich ist, abends fühlen ist, wie eine Charity Lady. Ist auch eine Demonstration zu gehen, sich politisch einzubringen, was viel komplizierter ist. Ja. Es ist auch viel mühsamer, es ist schwieriger. Es ist dort wirklich was zu bewegen, für bessere soziale Rechte zu sorgen, ist viel mühsamer, als einfach bei den Tafeln zu helfen. Und die Leute wollen das eben nicht. Der Großteil der Ehrenamtlichen ist nicht bereit oder hat keine Lust, sich irgendwie politisch einzubringen oder zu demonstrieren oder für eine Regelsatzerhöhung sich einzusetzen. Für die ist es meistens... Ja, sie würden aber damit überflüssig machen. Wenn sie ja, und das ist auch, kann man natürlich, das wäre vielleicht ein bisschen bösartig zu sagen, okay, dann würden sie ja die Dankbarkeit, diese befriedigende Gefühle nicht mehr haben dort, die sie bei der Tafelausgabe haben. Aber mir geht's eben, ich möchte auch nicht sagen, das ist sozusagen böse, bei einer Tafel zu helfen. Ich weiß, dass die Menschen Gutes tun wollen, dass sie das Gefühl haben, sie wollen den Menschen helfen. Ich glaube, dass sie den Menschen viel mehr helfen würden, wenn 50.000 Ehrenamtliche auf die Straße gehen würden und sagen würden, so kann es nicht weitergehen. Und wir haben es satt. Und deswegen hatten wir hatten zum Beispiel am Anfang überlegt, wir machen mal einen Tafelschluss. Als große Aktion sozusagen, die Tafeln sagen einfach, wir streiken heute, wir haben keine Lust mehr, wir wollen das nicht mehr abfedern, was der Staat vergeigt und was die Regierung vergeigt. Also das wären zum Beispiel, ich hoffe immer noch, dass es vielleicht auch einzelne Tafeln gibt, nein, die sagen, wir wollen uns auch politisch betätigen und wir wollen zu dem Thema kontrovers diskutieren und wir wollen nicht unsere Jubiläen feiern, sondern uns und einfach mal darauf aufmerksam machen, was hier schiefläuft in diesem Land. Ja, ja, dann machen wir jetzt erstmal eine Musik und reden danach nochmal genau über das Thema. Mhm.